Guten Abend. Willkommen bei Matrixer News. Pentagon bestätigt die Existenz von UFOs. Das Pentagon veröffentlicht nach 60 Jahren der Verschleierung nun doch 3 Videos der US Navy, die die Existenz von UFOs bestätigen. Hallo und willkommen bei den Matrixern mit dem attraktiven Jonathan und der hübschen Shiva. Ja, wir haben keine Zeit. Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Ja. Heute geht es um das spannende Thema, das ja überall in der Presse jetzt gelesen werden kann. Alle möglichen Fernsehsender, alle möglichen Zeitungen und virtuellen Zeitungen berichten über 3 UFO-Videos, die jetzt aufgetaucht sind. Und das sind keine UFO-Videos von Amateuren, sondern sie kommen wirklich von der US Navy, diese Aufnahmen. Und die sind eben jetzt an die Öffentlichkeit gebracht worden, sogar vom Pentagon. Ja. Und das Verteidigungsministerium hat der Veröffentlichung zugesagt, unter bestimmten Restriktionen, aber ist veröffentlicht worden. Und man kann das in allen Sendern sehen, auch in den Großmedien wird sogar darüber geschrieben, was natürlich sehr verblüffend ist, weil die ja eigentlich immer dafür gesorgt haben, dass solche Dinge weiterhin verschleiert werden. Aber was reden wir lange herum? Ja, wir schalten jetzt live vor Ort. Und zwar haben wir Kontakt zur USS Matrixer, unseren alternativen Jonathan und Shiva, die Captain auf der USS Matrixer sind. Und die werden live vor Ort berichten und euch zeigen, was ist da los. Ja, USS Matrixer, kommen, seid ihr da? Hat die Regie denn schon Kontakt zu der Kamera auf der USS Matrixer, Regie? Ah, Kontakt bestätigt. Ja, dann schalten wir jetzt live rüber. Hallo, ihr zwei aus der alternativen Realität. Oh. Ja, hallo. Willkommen auf der USS, wie heißt das Schiff nochmal? Willkommen auf der USS Matrixer. Live vor Ort. Immer schön, euch zu sehen. Hallo Matrixer aus der alternativen Realität, wie geht's euch da unten auf der Erde? Ja, uns geht's gut hier, wir haben viele UFO-Sichtungen, es ist eine extrem spannende und aufregende Zeit und ja, aber generell geht's uns gut, aber erzählt doch einfach mal weiter, weil das ist ja mega abgefahren. Ja, was habt ihr denn da zu berichten, von eurer Warte aus? Ah ja, spannend, hier live vor Ort, wir sind hier im Orbit und haben jede Menge UFO-Sichtungen. Wir schalten jetzt auf unsere Außenbordkamera, damit ihr sehen könnt, was hier alles los ist. Wie man ja sehen kann, befinden sich mehrere unbekannte Flugobjekte im Erdorbit und manche von denen tauchen auch in die Erdatmosphäre ein und werden sicherlich von der einen oder anderen Kamera des US-Verteidigungsministeriums eingefangen. Ob ihr die jemals zu sehen bekommt, steht auf einem anderen Blatt. Aber wir können bestätigen, die Erde wird häufig besucht von UFOs. So ist es. Ja, so, Spaß beiseite. Wie ihr alle sicherlich schon mitbekommen habt, vor ungefähr 20 Stunden hat das Pentagon UFO-Videos von 2004 und 2015 veröffentlicht, nach 60 Jahren der Vertuschung, und hat bestätigt, dass es sich um UFOs handeln soll. Anhand der Daten, die unser Bordcomputer gestern geliefert hat, ist eindeutig, dass
in eurer Realität langsam die Offenlegung der UFO-Problematik bzw. die Existenz von UFOs bestätigt worden ist. In euren großen Pressehäusern sogar werden diese UFO-Videos veröffentlicht und sind jetzt in Zeitungen und im Internet einsehbar. Darunter unter anderem, ja, auch wir haben iPhones. Fox News, Braunschweiger Zeitung, Spiegel, NTV, New York Times, BBC, CNN, österreichische Kurier, Japan Times, The Guardian, T-Online, CBS, RTL, Heise, RT Deutsch, alle, die man finden kann und viele, viele mehr. Ja, alles Nachrichtendienste, die die Echtheit der Filmaufnahmen von UFOs bestätigen. Das bedeutet, nach 60 Jahren der Verschleierung, die durch Pentagon und des Militärs durchgeführt worden sind, verhält es sich nun so, dass langsam all die Verschwörungstheoretiker mit ihren Pappschildern, und ihren Aluhüten wohl recht hatten. Ja? Denn UFOs existieren tatsächlich. Und anhand der Videoaufnahmen, die man in der Beschreibung finden kann, fällt es sich so, dass tatsächlich UFOs aufgezeichnet worden sind. Die Piloten freuen sich auch, als sie es geschafft hatten, das UFO eben mit der Kamera einzufangen. Und das kann man in dem Video sehr gut beobachten. Diese drei Videos wurden zwischen 2004 und 2015 aufgezeichnet von der US Navy, die eben Düsenjäger, Kampfjets in die Luft geschickt haben. Und zwei der Videos wurden im Jahr 2015 aufgezeichnet und die kann man jetzt direkt einsehen. Wir blenden dazu mal eine Grafik ein. Genau. Hier sieht man also das UFO und es hat eine dreieckige Form. Ja. Und seltsam ist natürlich an dem Video, dass das Objekt, das UFO, geschwärzt worden ist. Und dass die Audioaufnahmen immer nach etwa einer Minute abbrechen. Ja, das US-Verteidigungsministerium hat ja auch bis 2012 ein geheimes Programm finanziert zur Untersuchung dieser Flugobjekte. Schon sehr spannend. Ja. Und 2012 haben die eben gesagt, ne, dass sie das Projekt einstellen würden. Mhm. Denn die Ergebnisse wären zu geringfügig, als dass man dem mehr Aufmerksamkeit schenken müsste. Ja, das glaubt natürlich eigentlich keiner. Nein, zumindest. Der so ein bisschen recherchiert hat, wird ganz klar erkennen, die machen da weiter. Da haben sie sogar noch behauptet, ja, sie würden diese Fälle gar nicht großartig bearbeiten. Und im Jahre 2012 meinten sie dann, wir hören jetzt auf, diese Fälle zu bearbeiten. Und wo kommen denn dann diese Aufnahmen her? Ne? 2015. Ja. Das zeigt ja eindeutig und beweist auch, dass weiterhin geforscht worden ist. Es wurde wahrscheinlich nur im Jahre 2012 behauptet, dass das Projekt eingestellt werden würde. Ja, und das Pentagon bittet ja jetzt die Bevölkerung, ja, um Mithilfe. Ja, das ist das Unglaubliche daran. Um Beweise zu sammeln, um für die Echtheit der Aufnahmen. Das ist natürlich nur vorgeschoben, da sind wir sicher, weil das Pentagon weiß natürlich, dass die Videos echt sind. Ist ja voll Quatsch, ja. Nur ich denke, dass das Pentagon oder so die Leute jetzt eben darauf vorbereiten wollen, dass UFOs tatsächlich existieren. Deswegen auch überall die ganze Großpresse und so, wird natürlich sicherlich auch bezahlt, aber so ein langsamer, oh, vielleicht existieren die Menschen doch, damit die dann doch mal in Richtung, oh, weil wahrscheinlich können sie den Kontakt mit Aliens nicht mehr ewig verheimlichen, vielleicht steht sowas an, man weiß es ja nicht und man sieht ja auch, dass die Sichtungen in der letzten Zeit stark zugenommen haben, ne? Ja, richtig. Die haben sehr stark zugenommen. Also so viele Sichtungen, wie es so in den letzten Monaten gegeben hat, gab es vorher gar nicht. Und das zeigt ja auch, die UFO-Aktivität in der Atmosphäre und außerhalb der Atmosphäre der Erde hat sehr stark zugenommen. Und da ist richtig was los. Ja, aber gescheit.
Wo kommen die ganzen Objekte her? Befinden sich Piloten in diesen unbekannten Flugobjekten? All diese Fragen stellt man sich jetzt weltweit. Und spannend ist auch, dass es seit Corona eben vermehrt aufgetreten ist, diese Sichtungen. Ja, seitdem die Menschen eben global sozusagen in den Hausarrest gegangen sind, verhält es sich so, dass plötzlich überall UFOs auftauchen. Es gibt viele, viele Menschen, die eben UFOs gefilmt haben, fotografiert haben, Hobbyastronomen haben UFOs gefilmt. Und das wird sicherlich in einem anderen Video nochmal erörtert. Genau. Also bei der nächsten Gelegenheit, wenn wir ein neues Video veröffentlichen, solltet ihr dabei sein, dann vertiefen wir das Thema ein wenig. Unser Bordcomputer hat auch herausgefunden, dass das Verteidigungsministerium sogar ein Statement geliefert hat zu diesen Videos, die eben freigegeben worden sind. Und die hübsche Shiva wird jetzt einmal dieses Statement des US-Verteidigungsministeriums vortragen. Das Verteidigungsministerium veröffentlicht die Videos, um etwaige Missverständnisse der Öffentlichkeit darüber auszuräumen, ob das im Umlauf befindliche Filmmaterial echt war oder ob die Videos mehr enthalten oder nicht. Die in den Videos beobachteten Luftphänomene bleiben als nicht identifiziert gekennzeichnet. Nach einer gründlichen Überprüfung hat die Abteilung festgestellt, dass die autorisierte Veröffentlichung dieser nicht klassifizierten Videos keine sensiblen Fähigkeiten oder Systeme offenbaren und keine späteren Untersuchungen von militärischen Luftraumeinbrüchen durch nicht identifizierte Luftphänomene beeinträchtigt. Womit er dann sagen will, auf den Videos sieht man nicht viel und wir haben das Video geschwärzt und genau. Audio abgeschaltet Audio nach einer Minute, als nämlich dann unsere Instruktionen gekommen sind, wie jetzt weiter verfahren wird, alles ausgeblendet und sagen damit natürlich, ja Leute, die Videos könnt ihr euch ruhig angucken, die haben wir schon nachbearbeitet und geschwärzt, ne? Und die coolen Videos, die wir haben, die zeigen wir euch nicht. Genau. Ja. Also hier kann man ganz klar erkennen, dass das Verteidigungsministerium nicht im Jahre 2012 die Untersuchungen an UFOs eingestellt hat. Denn warum sollten sie dann A, Aufnahmen haben, die nach 2012 entstanden sind? Ja. Warum sind die dann geschwärzt? Und warum fällt das Audio komischerweise in der Mitte des Videos plötzlich aus? Ja. Eines der Videos wurde ja in 2004 veröffentlicht oder aufgenommen jedenfalls, veröffentlicht später, 2005. Und da war die Sichtung eines Highspeed-UFOs zu sehen mit 8000 km/h, also wirklich verdammt schnell. Also um Vogel kann sich das nicht gehandelt haben, in keine Ahnung wie viel 1000 Kilometer Höhe oder so. Mit 8000 km/h Vogel? Ja, mit 8000 km/h, eine Drohne kann es auch nicht gewesen sein, so weit sind eure Drohnen ja noch gar nicht, ne? Unsere schon, aber eure halt nicht. Ne? Eure Drohnen, ja, die sind ja noch sehr langsam. Ne? Außerdem war das Objekt vermutlich im Durchmesser ungefähr 12 Meter groß. Ah. Hm. Ja, das war live von der USS Matrixa. Wir freuen uns, dass wir euch berichten konnten, live vor Ort eben. Alternativ Captain Jonathan. Ja, Captain Schieber. Wir verabschieden uns. Und geben zurück an unsere alternative Realität mit unserem alternativen Jonathan und unserer alternativen Shiva. Ja, viele Grüße an euch beiden da unten. Macht's gut. Ciao. Und alles Gute für euch. Viel Glück mit euren UFOs. Ja, das war live von der USS Matrixa. Und wir hoffen, dass ihr viel Freude daran hattet. Ja, vielen Dank euch beiden. Wie die Matrixer drüben schon gesagt haben, es sind viele UFO-Sichtungen passiert und ja, davon haben wir auch das eine oder andere erlebt. Wir hatten auch den einen oder anderen Kontakt mit den Jungs da oben und ja, berichten wir doch einfach mal. Ja, Shiva, kannst du denn uns von etwas erzählen? Von ja. Einer spannenden UFO-Sichtung innerhalb der physischen, materiellen Realität? Ach so. Nicht die anderen? Na gut, okay, fangen wir mit den physischen an. Ja. Also, ich war in Roswell. Da warst du? Ja.
Und das war ungefähr 60 Meilen vor Roswell. Und da habe ich übernachtet auf einem sehr abgelegenen Platz, wo nichts weiter war. Jedenfalls Wie war nichts weiter, was heißt das da war nur so? Natur. Ach so, okay. Also irgendwo in der Walachei. Ja, die man in Amerika ja überall findet. Ja, jedenfalls haben wir da draußen gesessen, wie jeden Abend, und den wirklich wunderschönen Sternenhimmel beobachtet. Da findet man wenigstens noch sowas. Und an dem Abend saßen wir da und haben wieder die Sterne beobachtet, und da ist uns was sehr Seltsames aufgefallen. Der Bekannte von mir, der mit dabei war, der glaubt eigentlich gar nicht an UFOs oder irgendwas, aber das kam so ihm sehr, sehr merkwürdig vor. Und zwar haben wir beobachtet runde Wolken, die alle auf einen Punkt zugesteuert sind, wie auf eine unsichtbare Wand, und an diesem, also sind alle von allen Seiten auf diesen einen Punkt zugefahren, sag ich mal. Und an diesem Punkt haben sie sich dann aufgelöst. Also hinter dem Punkt waren die Wolken dann immer alle weg. Es war also wie eine unsichtbare Wand, wo die ganzen Wolken drauf zugefahren sind. Als würden dann die UFOs da durchfliegen und danach waren sie eben nicht mehr sichtbar. Das fanden wir beide sehr, sehr merkwürdig. Am nächsten Tag, als wir dann aufgestanden sind, haben wir uns die Gegend rundherum mal angeguckt. Da lag alles voller Leichen, Tierleichen, dazu gesagt. Wie Tierleichen. Ich weiß nicht, überall Wie lagen groß waren die? auch richtig große Tiere, also alles voller Tierkadaver mit Gerippe und allem und Schädel und sonst wie. Im Umkreis von 100 Metern war alles voller Tierleichen. Wie Also, viele ungefähr? weiß nicht, 20? Ah, okay. Ich weiß nicht, wir haben ja nicht alles abgeguckt, weil es das ein bisschen gruselig vorkam, die ganzen Knochen und Skelette zu finden. Ja, jedenfalls an dem Tag sind wir dann nach Roswell weitergefahren. Da gab es jetzt nichts Spannendes, außer eben UFO-Museum, aber so 60 Kilometer oder Meilen vor Roswell war eine sehr, sehr mysteriöse Nacht. Ja, klingt sehr seltsam, ne? Das klingt fast so, als hätte vielleicht ein getarntes UFO die Wolken angezogen und das Wasser rausgezogen. Nee, Das nicht. uns wirkte ganz anders. Und zwar, dass hinter dieser Mauer eben, also dass die UFOs eben in den Wolken versteckt waren. Ah, so siehst du das. Und deswegen haben die sich auch an dem einen Punkt aufgelöst, und hinter dieser Mauer, hinter diesem, wie nennt man das, Schutzschild, ja, da konnten sie dann sich frei bewegen, sichtbar. Deswegen, die brauchten ja eine Tarnung, um wieder in ihr Gebiet zu fliegen. Ah, jetzt verstehe ich, wie du das So haben wir das meinst. dann interpretiert, sag ich mal. Da gibt es ja auch viele Berichte im Internet, die eben davon erzählen, dass sie beobachtet hätten, dass UFOs sich in Wolken versteckt Ja, haben. ist ja wie am Mount Shasta, da waren wir auch. Und da sollen ja auch immer diese riesigen Wolken sein. Und das bedeutet eigentlich, dass da aus der inneren Erde ja die UFOs da hochkamen. Und dann ist da natürlich aus Versehen eine Wolke, wenn ein UFO hochkommt, damit die Leute nicht denken, oh, das ist ein UFO. Ja, Ja. natürlich. Und das sieht man ja oft, solche Phänomene, ne? Die werden ja oft fotografiert, so richtige runde Löcher in der Wolkendecke, richtig kreisrund, ne? Ja, und wir haben wirklich, wirklich lange, bestimmt 1, 2 Stunden da gesessen, und die Wolken waren alle relativ immer die gleiche Größe, alle rund, alle auf den Punkt zu. Also es war schon ziemlich eindeutig. Also, weil auch dahinter, da gab es keine Wolken, und die sind immer alle auf einen Punkt zugesteuert, von überall her. Von daher. Ja, da haben wir natürlich ein Problem, ne? Ja, warum? Denn die Regierungen, das US-Militär, auch andere Militärorganisationen verheimlichen das mit den UFOs, ne? Und dummerweise scheint es auch so zu sein, dass die UFOs selbst ein Interesse daran haben, sich nicht zu zeigen unbedingt. Ja, da ist was dran. Ja, Jonathan, dann erzähl du doch mal von einem Erlebnis. Also das beeindruckendste Erlebnis, das ich hatte, also ich habe mittlerweile schon 4 UFO-Sichtungen gehabt und die beeindruckendste Sichtung war wirklich ja, phänomenal. Und zwar habe ich da mit einem Freund zusammen den Abend verbracht und weil im Sommer war, haben wir uns dann später auf den Balkon gesetzt, ja, und in die Sterne geschaut und dergleichen. Und plötzlich sahen wir etwas hinten am Himmel ankommen. Ja, irgendwas Schwarzes oder sehr Dunkles.
mit Flügeln. Ne? Und wir dachten erst, das wäre eine Eule. Ne? Aber die Eule schlug nicht mit den Flügeln. Die Flügel blieben immer ganz starr. Ne? Und ich habe immer ein Fernglas in der Nähe gehabt, ne, weil ich damit immer die Sterne beobachtet habe. Und habe natürlich sofort zu dem Fernglas gegriffen und da durchgeschaut. Und dann sah ich wirklich ein UFO, das hatte eben eine, ja, das war eine große runde Kugel und da gingen zwei Flügel ab. So. Ne? Darum dachte ich zuerst, das wäre vielleicht eine Eule oder so. Mhm. Ne? Und das Interessante daran war, an diesem Objekt, das ich da gesehen habe, durch das Fernglas, dass eben der Cockpit, das Cockpit ist ja normalerweise bei uns immer oben. Mhm. Ne? Bei Düsenjägern zum Beispiel ist das Cockpit hier mal oben. Die hatten oben kein Cockpit, sondern unten. Okay. Ne? Das heißt, die hatten unten im Bauch ihres Schiffes ein richtig großes Cockpit. Mhm. Und da habe ich auch zwei Figuren gesehen, die da standen. Also man kennt das ja vielleicht auch in der Meeresforschung, dass es U-Boote gibt, die eben unten Glas haben. Ja, ja, genau. Panzerglas. Mhm. Ne, damit sie eben unten die das Meeresleben untersuchen und beobachten können. Ne? Und so kam ich mir dann auch vor in dem Moment. Ja. Ne? Dass da irgendwelche Aliens in ihren Raumschiffen sitzen oder stehen, also die standen. Und flogen dann halt langsam über die Stadt und konnten dann eben unten alles sehen. Ja. Und mein Freund war auch am Staunen, der sagte mir, das gibt's ja gar nicht. Was ist das denn? Das ist doch keine Eule, das ist ein Flugobjekt. Und als das dann übers Haus weggezogen war, das Flugobjekt, haben wir uns hingesetzt und dann zusammen jeder gezeichnet, was er gesehen hat, ohne den anderen jetzt zu zeigen, was man zeichnet. Ne? Wir wollten also ganz sicher gehen. Ja, und wir haben beide dasselbe gesehen. Ja, krass, abgefahren. Mhm. Wow. Ja. Nur, dass er eben da nicht so nah sehen konnte, was da ist. So viel, wie ich sehen konnte, weil ich ja zuerst durchs Fernglas geschaut hatte. Mhm. Krass. Mhm. Ja, also wirklich ein unvergessliches Erlebnis. Ne? Ja. Und hast du noch ein Erlebnis gehabt? Ja, mir ist gerade eins eingefallen. Mhm. Das ist aber schon 18 Jahre her ungefähr. Ui. Ja, da bin ich gerade mit einem Freund Auto gefahren und plötzlich sehen wir im Rückspiegel ein Licht, das leuchtet. Mhm. Zuerst dachten wir, es sei die Sonne, aber das flog halt, bewegte sich und das war dann genau hinter uns. Also und dann stand es und schwebte es da und leuchtete so vor sich hin. Und das fanden wir schon sehr, sehr merkwürdig und dann schwebte es halt so hin und her und das fanden wir irgendwie ein bisschen gruselig. Mhm. Und irgendwann ist es ganz schnell weggezischt und war weg. Mhm. Das dauerte ungefähr so 5 Minuten, also es war wirklich sehr lange da hinter uns und hat da geschwebt und ist hin und her ein bisschen. Hat sich so leicht hin und her bewegt und irgendwann war es weg. Wow. Hm, ja. Aber es ist wirklich mit Highspeed weg gewesen dann. Mhm. Spannend. Ja. Ja, wir hatten ja auch gemeinsam schon eine UFO-Sichtung. Ja. Ne? Da war ich ja damals bei dir zu Besuch. Da hatte ich ein Nachtsichtgerät dabei und einen Laserpointer. Und da dachten wir jetzt, heute Nacht ist ja schön sternenklar, alles am Himmel. Und da werden wir mal so ein bisschen so mit dem Laserpointer hoch zum Sternenhimmel leuchten und dann mit dem Nachtsichtgerät mal schauen, ob irgendwas passiert. Und das haben wir ja dann gemacht. Und wie viele UFO-Sichtungen hatten wir in dieser Nacht? Wow, ich glaube mindestens 4 oder so waren es. Ja. Ne? Also wow, also es war schon genial. Aber man muss auch sagen, der Nachthimmel da ist wirklich sehr dunkel, wo wir waren. Hm. Ich weiß noch, da waren ganz, also das Unspektakulärste waren eigentlich, dass da wirklich mehrere Objekte kamen und erst dachte man, es seien Sternschnuppen, aber die sind dann alle vom gleichen Ort und die gleiche Flugbahn hatten sie doch genommen, weißt du noch? Ja. Und dann sind sie weitergeflogen. Also das ist schon, also es waren doch, glaube ich, 4 Objekte oder so und haben alle die gleichen, kamen vom gleichen Punkt und fuhren zum gleichen Punkt. Mhm. Und irgendwie so. Aber was war das Coolste war eigentlich? Na, erzähl. Ja, also das Coolste war, dass wir also einen Lichtpunkt gesehen haben, der oben am Himmel auf uns zukam. Ne, also zumindest in unsere Richtung flog. Und dann habe ich mit dem Laserpointer, als er so fast über uns war, habe ich den mal angeleuchtet und plötzlich blieb der kurz stehen. Genau, wir dachten anfangs, es sei ein Satellit. Ja, wir waren sicher, das ist ein Satellit. Ne? Aber dann blieb der stehen und leuchtete einmal ganz hell auf. Boah, ich krieg immer noch so eine Gänsehaut, ja. Ey. Also der war 20 Mal heller als vorher. Und größer vorher. Als vorher, ja. Ja, und dann wurde er wieder ganz klein, dieser Leuchtkranz, und dann flog er ganz gemächlich weiter. Ja.
Also das war komisch, oder? Das war sehr, sehr merkwürdig. Mhm. Also es gibt so ein Phänomen, haben wir rausgefunden, aber das traf dann auch nicht ganz auf das zu, was wir gesehen haben. Mhm. Deswegen, ja, war irgendwie... Das war schon abgedreht, spooky. Oder? Ja. Das war wie ein... Wir haben Hallo mit dem Laserpointer gemacht und die haben Hallo mit ihrem Licht gemacht. Ja, genau, genau. So in die Richtung. Ja, und da haben wir natürlich auch ein bisschen überlegt, ne? Weil so ein Laserpointer kommt ja vielleicht einen Kilometer weit oder zwei. Ja. Also ein Satellit kann es nicht gewesen sein, weil ein Satellit kann, der ist ja viel höher in der Atmosphäre. Also. Ja, viel, viel höher. Der ist ja im Orbit. Ne? Und außerhalb der Atmosphäre. Und da sprechen wir ja von mehreren hundert Kilometern sicherlich. Und daher kann der Laserpointer den Satelliten oben gar nicht erreicht haben. Außerdem kenne ich auch keinen Satelliten, der zwischendurch mal anhält und leuchtet und dann weiterfliegt. Ja? Das heißt, das Objekt muss also viel, viel niedriger gewesen sein, als wir es eingeschätzt haben. Ja. Viel, viel niedriger. Ja? Und das heißt, das Objekt muss sich also in der Atmosphäre befunden haben und vielleicht nur ein paar Kilometer Höhe. Stimmt, da fällt mir noch eine Sichtung ein. Das war auf der anderen Sichtung. Gleiches Haus, nur auf der anderen in die andere Richtung. Da saß ich abends gemütlich auf dem Balkon. Und das war das Merkwürdigste, was ich auch so erlebt habe. Und zwar kam dann irgendwann ganz langsam von links ein Objekt. Und das war sehr nah. Das war nicht weit weg. Und das flog, das flog eben von links nach rechts, zog seine Kreise. Und es war kein UFO und kein bekanntes Objekt, das sowas tun kann. Auch keine Drohne, dafür war es dann wieder zu weit weg und zischte dann weg. Also das war sehr, sehr merkwürdig, spannend. Weil es, ja, das hatte auch, ich weiß es gar nicht mehr, das hat auch Farben am Himmel gemacht, aber es hatte eben ein Flugverhalten, das absolut untypisch ist für Drohnen, Flugzeuge oder was man hier sonst so kennt jedenfalls. Ja. Ich habe die genaue Begebenheit leider schon fast wieder vergessen, aber so in etwa hat es sich abgespielt. Ah, sehr spannend, ja. Ja, es gibt schon seltsame Sichtungen, die man so hatte im Leben. Ich habe auch schon viele, viele E-Mails bekommen von Menschen, die Sichtungen hatten, die mir Fotos geschickt haben und, und. Also, wenn man jetzt bedenkt, dass ich ja nur eine Person bin, die solche E-Mails bekommen hat, will ich nicht wissen, wer noch alles E-Mails und Fotos zugeschickt bekommen hat. Das müssen ja zigtausende sein, die wirklich etwas gesehen haben. Ja. Also sehr interessantes Thema auf alle Fälle. Interessant finde ich ja auch, dass wirklich das Pentagon dazu aufgerufen hat, ne? An die Bevölkerung, ne? Helft uns, weiterhin dieses Phänomen zu beobachten. Als wenn die nicht Bescheid wüssten. Ja. Lol. Wir brauchen Zeugen für weitere Fälle, für weitere Bestätigungen von UFO-Sichtungen und, und. Also das finde ich schon sehr interessant, ne? Mega, ja. Dass die das so öffentlich so jetzt einen Aufruf gestartet haben. Man solle doch den Himmel beobachten. Und da merkt man schon, dass das Pentagon oder das Militär oder die Regierung so langsam versuchen, die Menschen an den Gedanken zu gewöhnen, dass wir nicht allein in diesem Universum sind. Und das finde ich natürlich eine sehr gute Tat, ne? Und vor allen Dingen auch sehr spannend, weil die Menschen jetzt mehr und mehr erkennen, ne? Dass die ganzen Verschwörungstheoretiker recht hatten mit ihren Aluhüten. Ne? Ja, sie hatten recht. Ne? Erforschung bezüglich der UFO-Existenz gibt es ja schon seit vielen Jahrzehnten. Ich habe inzwischen auch schon mit einigen darüber geredet, weil ich ja weiß, die glauben gar nicht an UFOs. Und dann meinte ich so, ja, was haltet ihr da denn davon? Und dann kam von allen trotzdem noch, ja, man erkennt ja nichts. Also sie zweifeln immer noch, aber sie finden es interessant. Das heißt, man merkt schon durch den Aufruf des Pentagon, dass die Leute sich damit beschäftigen oder auseinandersetzen sollen zumindest. Also eine Art langsame Vorbereitung. Also die Ungläubigen sind zumindest immer noch Zweifler und bleiben es vielleicht auch noch ein bisschen, aber sie werden schon mal damit konfrontiert. Und ich glaube, damit es so langsam in die Köpfe reinsickert, dass da vielleicht mehr ist, auch wenn sie es noch nicht glauben und immer noch stark zweifeln, oder? Also ja, das auf jeden Fall. Also ich bin überzeugt, das ist so jetzt die zweite Phase, so in die Richtung, ja. Die eingeleitet wird, um die Bevölkerung, die Erdbevölkerung darauf vorzubereiten, dass es außerirdisches Leben gibt, dass UFOs existieren. Und ich denke mal, dass
das wirklich eine Vorbereitungsphase ist und dass die dritte Stufe dieser Vorbereitung wirklich der First Contact irgendwann sein wird. Was denkst du? Ja, auf jeden Fall. Also wir wissen ja, dass sie existieren. Wir hatten ja auch schon Kontakt mit ihnen. Das machen wir bei einem Extra-Video, schätze ich. Also wir hatten schon viel Kontakt mit ihnen. Und es gibt nicht nur eine Rasse da draußen oder hier drinnen, wie auch immer. Das erzählen wir euch alles irgendwie ein anderes Mal. Mhm. Aber eins können wir euch sagen, eine Rasse davon hat telepathisch Kontakt mit mir aufgenommen und hat gesagt, sie sind da, um zu helfen. Und mit diesem wundervollen Satz, den die mir durchgegeben haben, dass jedenfalls die da sind, um uns zu helfen, wollen wir uns heute auch von euch verabschieden. Ja, wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Wir fanden es jedenfalls super witzig. Ich hoffe, ihr versteht unsere Späße. Ja, und wir wünschen euch noch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Und schön von UFOs berichten. Ciao.